krasse Tage heute, viel zu tun. Jo. Dann kein Candy Day. Hier ist alles gepackt für unseren Auftritt später, aber jetzt bin ich erstmal zu einer normalen Alltagsarbeitsschicht. Meistens fahren wir mit dem Auto, Christian kommt zu mir, wir packen es zusammen und dann fahren zu der Gig-Ort. Aber heute ist das leider keine Möglichkeit. Wir haben kein Auto und auch keine Zeit, um zu mir zu kommen, bevor der Gig. Also ist alles halt da hinten. Ich weiß, ich sehe genauso fresh aus wie vorhin, aber es sind 8 Stunden später oder sowas. Es war schwierig. Und jetzt, ich habe alles auspacken müssen und in den Keller hier zu bringen. Und jetzt wieder oben gebracht und ja, einfach Auftritt jetzt. Ich hoffe, der Christian wartet nicht zu lange auf mich. So, ich bin jetzt beim Lokomotiv. Der Carlos kommt auch gleich vorbei. Da kann ich auch mal kurz eine Geschichte erzählen, denn hier habe ich mich mit dem Carlos das allererste Mal getroffen. Und zwar. Da haben wir gesessen. Und uns kennengelernt und gequatscht, was jeder so macht und was wir vielleicht musikalisch mal zusammen machen können oder irgendwie sowas. Da kann ich mich doch ziemlich genau dran erinnern. Und das war genau hier im Lokomotiv. Cool, oder? Da kommt der Schwerlasttransport. Hier. Yeah. Hallo! Ah, grüß dich, Du hast es geschafft. Ja, du auch. Ich habe die Adresse rausgesucht, ich habe noch was anderes. Und? Hier ist das Lokomotiv. Wir haben das erste Mal überhaupt hier getroffen. Das stimmt! Ist mir gerade eingefallen. Wow, und jetzt gibt der eigentlich nicht mehr. Was hat denn jetzt gebaut? Das ja, ich weiß nicht, ob das Lokomotiv bleibt, aber hier war unser erster Treff. Und weißt du, wann wir uns getroffen haben? Das erste Mal? Was, heute vor 2 Jahren? Nein. Ja, fast. Nein, echt? Krass. 11. Oktober 2019. What? So süß, dass du das in deinem Kalender mit deinem Herz gespeichert hast. Ich habe lange gesucht. Okay, ja, wir haben die Adresse. Da fahren wir jetzt hin. Let's go. Es tut mir leid, Pocahontas. Oh. Ich hoffe, du weißt das. Bettauswahl finde ich doch immer wieder cool. Wo sind wir, Silke? In Chemnitz. Ja, Chemnitz! Da sind wir auf dem Kulturflohmarkt. Kulturflohmarkt! Ja, yeah, in Ventus. On the Fire. Genau. In Ventus on Fire. Hallo Flohmarkt, wir sind 4Ghost. Ich bin jetzt in Hälfte Band gerade, weil der sich, ich weiß nicht, der Hosen wechseln will oder sowas. Bandmitglieder, ha? Wir spielen ein bisschen Musik für euch. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Da ist der Christian wieder gleich. Jetzt bin ich wieder happy und wir hoffen, dass wir euch auch gleich wieder happy machen. Vielen Dank und ich verspreche, wir machen der beste Show, das wir können. Und dieses Lied heißt The Day I Die.
Halbwegs gesehen. Ja. Wir haben gerade herausgefunden, dass wir mit 10.000 Mucken gespielt haben oder Käfern, was 1:1 von beiden, also ziemlich großes Publikum. Mhm. Plus dich. Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Danke für das Somewhere in Chemnitz Aufnahme. Wir können das nicht nach. Ciao. Bye bye. Aha, bis bald. Dienstag, 2 Tage.